Ja, willkommen zu HiFi Apps. Mein Name ist Johann Gauss, ich bin Physiker aus Berlin und habe jetzt eine weitere App geschrieben, Room Acoustics Meter, also eine Mess-App für Raumakustik. Warum Raumakustik, nicht K-HiFi, nicht beliebige große Konzertsäle, Lautsprecher und so weiter? Naja, für die Messung selber spielt das überhaupt keine Rolle. Man kann damit alles Akustische messen, nur die Auswertung, die ist spezialisiert auf Räume. Da gibt es einfach spezielle, bestimmte Effekte, Raum, Moden, Reflexionen zwischen den Wänden, wie schnell sich der reflektierte Schall und der direkte Schall mischt und so weiter. Das ist bei Autos oder Konzertsälen anders. Die Messung selber ist aber immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Auto nur einen Frequenzgang brauche und vielleicht ein Delay, um einen Subwoofer anzupassen oder einen Equalizer einzustellen, dann kann man diese App auch dafür verwenden. Aber die Auswertung, wenn ich tiefer gehen will, ist spezialisiert auf normale Wohnräume. So, wie messe ich damit? Naja, das Praktische an solchen Android-Geschichten ist ja, dass alles auf einem Tablet läuft, ohne viele zusätzliche Geräte. Das heißt, ich starte die App und muss dann zusätzlich nur sehen, dass die irgendwie an mein Equipment rangebunden wird. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die meistverwendete ist Bluetooth. Wir haben da beim Testen nicht allzu gute Erfahrungen mitgemacht. Da reißt der Frequenzgang manchmal bei so um die 4000 Hertz ab. Das heißt, die Messungen sind nicht reproduzierbar. Und jeder Techniker kennt das. Mit solchen Geschichten arbeitet man einfach nicht weiter. Das ist keine Grundlage, um irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Insofern würde ich immer dazu raten, irgendein Interface zu nehmen, was man per Kabel daran stecken kann. Hier für USB-C habe ich gute Erfahrungen gemacht mit diesem Shure X2U heißt das. Das braucht nicht mal eine Batterie, nimmt die Speisung hier auch aus dem Tablet und kann ein Messmikrofon mit Phantomspeisung, also mit diesen 48 Volt auch versorgen, funktioniert ganz prima. Ansonsten gibt es hier von iRig etwas preiswerter, diese Interfaces, die tun auch was sie sollen, brauchen aber Batterien oder man nimmt halt so ein klassisches Interface. USB-C liefert ja auch direkte Audiosignale, also diese symmetrischen Buchsen sind das. Ich kann irgendwas einstöpseln und wenn der richtige Chip in meinem Tablet ist, kann ich da direkt auch ein analoges Mikrofon und einen Kopfhörer mit betreiben. Hängt aber von dem jeweiligen Gerät ab. Vielleicht brauche ich auch einen DA-Wandler draußen. Dafür ist auf jeden Fall gesorgt, wenn ich dieses Teil von Shure anschließe. Und von diesem Gerät geht man dann in sein Wiedergabesystem. Wenn man Bluetooth vermeiden will, natürlich kann man mit Bluetooth mal probieren. Und wenn die Ergebnisse alle reproduzierbar sind und sich vielleicht mit einer Testmessung mit Kabel nicht unterscheiden, kann man die natürlich genauso verwenden. Ja, die Messung als solche, die mache ich jetzt mal am Simulator vor. Gut, jetzt sind wir also im Android-Emulator. Das Ganze läuft in Wirklichkeit auf einem Windows-PC und wird aufgezeichnet. Deshalb wirkt es manchmal ein bisschen hakig, aber um die Funktion zu zeigen, ist es ausreichend gut. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann man das bestätigen und als erstes einen Dateinamen aussuchen für die Aufnahme. Mit dem Testsignal kann ich die ganze Sache einpegeln. Jetzt ist der Pegel ein bisschen zu niedrig. Ich habe es eben ausprobiert, es funktioniert trotzdem. Ich könnte hier, wenn ich Kalibrierungsdateien hochgeladen hätte für ein Mikrofon und ein Messmikrofon angeschlossen hätte, dieses Messmikrofon hier oder die zugehörige Kalibrierungsdatei hier aussuchen. Ich habe jetzt keine hochgeladen, also bleibt hier nur das unkalibrierte Mikrofon. Während der Messung kann ich ruhig weiterreden, nicht gar zu laut. Im Hintergrund läuft der Farina-Algorithmus, der ist sehr robust gegen Störungen. Jetzt ist die Messung auch schon fertig. Die Dauer des Log-Sweeps könnte man vorher länger stellen. Das richtet sich danach, wie viel Hall ich in einem Zimmer noch erwischen will. So, mit diesem sehr kurzen Log-Sweep habe ich auch nur eine sehr ungefähre Messung. In dem Emulator sind die Messdaten sowieso nicht so ernst zu nehmen, aber man kann hier die Plots kurz mal ansehen. Genauer gesagt wird hier der Frequenzgang gezeigt. Man sieht, der Emulator schneidet hier auch bei 8000 Hertz ab.
wenn ich später auf einem richtigen Gerät eine richtige Messung mache, dann kommen auch richtige Ergebnisse raus. Ich kann hier, muss ich nicht, als nächstes die Entfernungen einstellen zwischen Mikrofon und Lautsprecher. Das ist dann nützlich, wenn ich eine Schallfeldkarte aufzeichnen will. Das heißt, die App speichert dann gleichzeitig, wo mein Mikrofonstandort war. Hier jetzt jeweils ungefähr 1,80 Meter von zwei Lautsprechern, die 1,65 entfernt sind. Entspricht nicht der Realität. Ist ja hier auch nur zur Demonstration. Hier unten kann ich dann die Höhen entsprechend der Lautsprecher ändern und vom Mikrofon in der Mitte. Ist wie gesagt dann nützlich, wenn ich eine Schallfeldkarte haben will. Ab der zweiten Messung würde die App dann die Mikrofonposition automatisch bestimmen aus der Schalllaufzeit. Wenn ich sehr ungünstige Reflexionen an den Wänden habe, dann kann das sein, dass ich hier von Hand noch mal ein bisschen nachstellen muss. Aber ich habe auf jeden Fall immer einen Positionierungsvorschlag hier mit so einem Kreuzchen, wo das Mikrofon hingehört. Also ich sollte beim ersten Mal mit dem Zentimetermaß messen, wo ich bin. Ab dem zweiten Mal kann ich dann in der Regel mich auf die Ergebnisse der App verlassen. Gut, ich gehe hier auf Done, bin fertig und habe damit die erste Messung erledigt. Theoretisch könnte ich jetzt eine weitere Messung machen mit einer anderen Mikrofonposition, oder aber ich gehe hier auf Stop Measurement View Results, um mir die Ergebnisse anzusehen.